Hey Leute, weiter geht es bei Mass Effect auf dem, mit der Mission auf dem Mond. Ich wollte eigentlich schon draußen sein, aber ich habe festgestellt, hier ist noch ein Spind mit mittelsicherer Dechiffrierung oder mittelschwerer Dechiffrierung. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Denn am Ende ist es vielleicht, nee, dachte vielleicht ist es das mal, dass ich hier versage. Ist nicht passiert. Wie schön. Einen Haufen Waffen bekommen, okay. Und hier sind noch ein paar Kraftfelder, wo die VI meint, sie könnte uns damit aufhalten. So, jetzt verlassen wir das Gebäude und machen uns auf den Weg zum dritten Bunker. Und hoffentlich zum letzten. Eingangskontrolle, ich glaube, das ist er. Der letzte Bunker. Ups. Hinein. Und wahrscheinlich wird uns da wieder ein Schwarm von fliegenden Kampfdrohnen begrüßen. Ah, halt. Machen wir nochmal auf. Mittelschwere Dechiffrierung. Wir haben ja den Dechiffrierer bekommen. Aber es ist wahrscheinlich was anderes. Striker, Präzisionsgewehr, mittelschwer, Mantis, schwer. Da müssen wir auch mal, da machen wir auch mal eine Ausrüstungssession. Dann zeige ich euch das einmal, wie das... da ist nochmal ein mittelschwere... Immer schön konzentrieren. So, wie man dann alle ausrüsten. Sturmgewehr, Präzisionsgewehr, Präzisionsgewehr. Zum Beispiel die Präzisionsgewehre, da steht unser Garrus total drauf. Der ist, glaube ich, ein Infiltrator vom Typ her oder eben ein Scharfschütze. Und das ist mächtig rot hier. Ja... Aua! Oh Mann, ey. Okay. So. Barriere. Einigkeit. Oh, Kaidan hat's schon erwischt. Oh. Ja, und mich hat's auch erwischt. Ja Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder an derselben Stelle. Bis dann. So Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder an derselben Stelle. Dazwischen kann man leider nicht speichern. Ganz lustig. Ich habe das festgestellt, ich habe hier eine Firestorm 5 Schrotflinte bekommen. Die möchte ich mir nochmal genauer angucken. Die ist nicht wirklich besser als meine. Okay. Zumindest nicht viel. So. Ich bin jetzt mal auch so drauf, dass ich sage, ich mache jetzt hier mal auf. Und bevor ich hier den wegschieße, halt, mache ich gleich mal eine Barriere auf mich. So, weiter geht's. Ja, Leute. Die sind etwas heftiger. Wir sehen uns gleich wieder an derselben Stelle. Bis dann. So, Leute. Nochmal willkommen zurück. Und ich überlege jetzt gerade, was ich hier alles tun kann. Ich sollte mal den Schildboost einsetzen. Ich werde mal den Schildboost einsetzen. Nee, doch lieber Barriere. Shit, meine Waffe ist überhitzt. Meine Gesundheit ist noch einigermaßen in Ordnung.
Es sieht so aus. Mir geht's zwar gar nicht gut, aber es sieht so aus, als hätten wir diesmal den Ansturm überwunden. Okay. Das mit dem Schildboost habe ich nicht ganz verstanden, warum das nicht so funktioniert hat. Aber, naja. Ich werde zwar für die anstehende Deaktivierung des dritten Clusters nochmal auf jeden Fall Medigel brauchen. So. Ah, hu. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, Türschalter. Kannst ja nichts dafür. Alarm, zusätzliche Sicherheitsdrohnen werden aktiviert. Oh no. Leute, um die müsst ihr euch jetzt kümmern. Um die müsst ihr euch jetzt kümmern. Weil. So. Ah, die sind jetzt im Nachbarraum. Oh Mann, ich brauche unbedingt. So, ich versuche das mal nochmal mit dem Schildboost. Ich mach mal Info. Feinde und Objekte können mit Hilfe eines massiven. Ach nee. Schildboost. Selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wiederhergestellt. Ja, dann mach doch mal. Ja, dann lieber doch wieder Barriere. Danke, Leute. So. Na, geh kaputt. Ich glaube, ich schade mir durch die Explosionen immer selber. So. Na, und der letzte, jawohl. Wow, das plötzliche Auftreten von weißem Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das HUD, also Head-Up-Display, ihres Kampfanzuges übersetzt das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. Diese Sequenz wird immer wiederholt und überlagert alle Frequenzen, bis die Lichter auf dem letzten VI-Cluster aufblinken und verlöschen. Spezialisierungsklasse erreicht. Okay, hoffentlich ist das nicht wichtig. Ihre Spezialisierungsklasse wird ihre Basisklasse im Squad-Bildschirm ersetzen. Die Talentränge in ihrer Basisklasse werden auf ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu ersehen, welche Boni Sie mit jedem Rang in der Spezialisierungsklasse erhalten. Ah, oh. Nemesis, Bastion, das sind Spezialisierungsklassen für unseren, sagt's mir, für unseren Experten, für unseren Biotik-Menschen. Nemesis ist eine Biotik-Spezialist, der Masseneffektfelder nutzt, um Gegner schweren Schaden zuzufügen. Verbessert Dauer und Schaden aller Biotik-Fähigkeiten. Verbessert Warp, verbessert Heben. Bastionen verwenden Biotiken und zur Verteidigung oder zum Gegner, um Gegner zum Immobilisieren. Reduziert die Nachladezeit aller Biotik-Fertigkeiten, verbessert Barriere, verbessert Stase. Dauer und Schaden, Nachladezeit. Die Nachladezeit, das ist schon cool, aber ich bin jetzt eher mal so auf dem Trichter, dass ich den Nemesis nehme. Okay. Ach, das ist ja cool, dass wir das bekommen. Wow. Jetzt gehe ich mal auf den Squad-Bildschirm. Wow, ich habe jetzt eine Fähigkeit Nemesis und einen Stufenaufstieg habe ich auch noch gekriegt. Aha. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr Experte, sondern das ist jetzt Nemesis. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, dann geben wir einen Punkt mal hier auf Nemesis. Und einen Punkt hier auf Spectre Training. Gut, 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 gut. Ja, ich glaube, ich kann die Waffe einstecken. Ich kann hier einpacken. Ha!
Genau. Und dann gehen wir mal nach draußen. Ich glaube, ich habe jetzt auch die Mission durchgeknallte VI oder wie auch immer die hieß. VI außer Kontrolle beendet. Jawohl, ja. Das ist doch schön. Das hätten wir geschafft. Ich will jetzt nicht sagen in Rekordzeit. Das wäre übertrieben. Aber wir haben jetzt immerhin noch ein bisschen Zeit, um den Ausblick zu genießen. Da ist die Erde. Und ja, ich würde sagen, dann heißt es aber sonst zurück zur Normandie. Jawohl. Ja. Das ist ja toll. Wir haben einen Spezialisierungsbonus bekommen. Inhalt wird gespeichert. Sie schalten Ihre Konsole nicht aus. Mache ich nicht. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass wir von Admiral Hackett jetzt, wenn das nächste Mal, wenn wir auf die Galaxiekarte zeigen, eine Botschaft bekommen. Aber ich habe mich erinnert, wir haben ja noch etwas hier in diesem Karten- oder in diesem Kommunikationsraum zu tun. Denn da gab es ja noch einen Auftrag mit diesem Zabaleta, hieß er, glaube ich. Lieferungen und so, wertvolle Mineralien nach Kampf, Salion, Familienrüstung, Dämonen der Erinnerung, genau. Nach Hause telefonieren. Oh, Shepard, nach Hause telefonieren. Wenn Sie eine Bestätigung für Zabaletas Geschichte wollen, können Sie Ihre Mutter vom Kommunikationsraum der Normandie auskontaktieren. Das wollte ich machen. Weil dann wird es sich langsam vielleicht auch mal wieder lohnen, auf die Citadel zu gehen. Also gut, reden wir mal mit unserer Mom. Computer, ich brauche eine Echtzeitverbindung zum Schlachtschiff Kilimanjaro. Ich möchte mit meiner Mutter sprechen. XO Shepard. Shepard hier? Oh, hi. Ich habe gerade keine Zeit für ein privates Gespräch. Ich bin im Dienst. Ich auch. Verstehe. Ich kenne das. Kannst du dich an Lieutenant Zabaleta von der Einstein erinnern? Ernesto? Hast du von ihm gehört? Er war einer der Marines, der die Operationszentrale bewachte. Wir hatten zusammen Wache. Ich habe ihn aus den Augen verloren, nach diesem Vorfall. Vorfall? Was für ein Vorfall? Kannst du dich an den batterianischen Überfall auf Mindoia erinnern? Ja, klar. Das war 2170. Da warst du noch auf der Highschool. Die Eingreiftruppe der Einstein hatte auf den Notruf reagiert. Die Batterianer zogen sich gerade zurück, als die Marines landeten. Zabaleta gehörte zu den ersten, die unten waren. Danach war er nie wieder derselbe. Landung? Ich verstehe das nicht. Was für Dinge sind denn da unten passiert? Alle Abscheulichkeiten, die empfindungsfähige Wesen anderen Wesen antun können. Uff. Für einen Sklavenjäger ist eine Person nur eine Art Tier. Und nicht alle Völker da draußen sind Freunde der Menschen. Wir hörten davon, dass die Leute eingepfercht und selektiert worden waren. Die Nutzlosen wurden einfach erschossen und die Wertvollen bekamen Kontrollimplantate eingepflanzt, ohne Narkose. War es so schlimm? Hat er durch das, was er gesehen hat, ein posttraumatisches Trauma erlitten? Er versuchte, weiterzuarbeiten. Aber er hatte keine Kraft mehr. Er erschien immer öfter betrunken zum Dienst. Wir konnten ihn nicht ewig decken. Die Allianz hat ihn entlassen. Alle wussten, dass er wegen dieser Sache zum Trinker geworden war, auch wenn er nie darüber gesprochen hat. Gerade weil er nie darüber gesprochen hat. Oh, tragische Geschichte. Er muss ein sensibler Mann gewesen sein, wenn ihn die Sache so schwer getroffen hat. Das war er. Ein sehr emotionaler Mann. Sag ihm, wenn du ihn siehst, dass wir uns noch immer Sorgen um ihn machen. Sag ihm, dass er zum Veteranenbüro gehen soll. Ich muss gehen. Und du passt bitte auf dich auf. Wir sind alle stolz auf dich. Kilimanjaro out. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wo der Shepard diesen Spruch hier hat, weil seine Mutter auch sagt, ich muss gehen. ja, und sehr witzig, sie sagt, oh, ich bin im Dienst, habe keine Zeit für ein privates Gespräch und dann unterhält sie sich eine halbe Stunde mit ihm. Ja, so sind Mütter. Gut, ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ja, dann würde ich sagen, dann können wir jetzt mal zu Citadel gehen, weil wir haben diesen Guard, den wir von seinem Bruder, glaube ich, erzählen wollen. Und wir haben den Zabaleta, den wir aufsuchen wollen.
Aber vorher könnte man noch mal ein paar Planeten vorbeischauen. Gehen wir noch mal zur Erde. Da kann ich nicht landen. Merkur, da geht auch nichts. Können wir auf dem Mars landen? Ach nein, das ist die Venus, sorry. Mars ist ja eins weiter draußen, genau. Da ist er, der Mars. Nichts. So, da. In unserem Asteroidenring ist auch nichts. Dann haben wir hier den Saturn. Da können wir auch nichts machen. Was war da unten noch? Pluto, oh, da ist doch die Raumstation Gagarin, aber da können wir wohl auch nicht hin. Ah, Pluto? Okay. Wo war ich noch nicht? Uranus war ich noch nicht. Da können wir natürlich auch nichts machen. Ich weiß nicht, waren wir schon auf Jupiter? Dann schauen wir nochmal auf Jupiter. Nein. Also es ist so, wie ich das in Erinnerung habe. Neptun, auch da. Wir können also praktisch auf diesem Planeten nichts machen. Wir können leider auch nicht auf der Erde landen. Das ist unsere Sonne. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir in Richtung Zitadelle. Da können wir dann drei Dinge unternehmen. Erstens, wir können den Zabaleta sprechen. Zweitens, wir können dem Garrot von seinem Buch erzählen. Und drittens, wir schauen mal wieder bei unserem Fan vorbei. Das ist doch jetzt mal so, dass ich sage, okay, das lohnt sich, auf die Zitadelle zu fliegen. Auf der können wir nämlich landen. Ach ja, immer wieder schön diese Sequenz. So, aber bevor wir auf die Zitadelle gehen, mache ich hier einen Cut. Und wir schauen uns dann die Gespräche mit unseren, ja, Nebenmissionen, so will ich mal die Leute nennen, schauen uns dann in der nächsten Folge an. Also, bis dann. Ciao.